Wir befinden uns in Blainau und begeben uns auf die Reise von Blainau-Festinjok nach Posmadok mit der ältesten aktiven Schmalspurbahn der Welt, der Festinjok Railway. Der Zug macht sich auf den 22 Kilometer langen Weg nach Posmadok. Durch das konstante Gefälle ist auf dieser Fahrt nur ausreichendes Bremsen notwendig. Die Reise führt mitten durch den Snowdonia National Park. Die hügelige Landschaft ist durch weitläufige Wiesen, Moore und Gebirge geprägt. Und ist im Hochland, aber vor allem auch an der Küste, Heimat für zahlreiche Vogelarten. Wir befinden uns in Tennibuich. Die für uns nahezu unaussprechbaren Stationsnamen erinnern uns daran, dass wir in Wales unterwegs sind. Wir verlassen bereits in Minforth den Zug, um die letzte mögliche Rückfahrt für den heutigen Tag antreten zu können. Im Gegensatz zur Talfahrt muss nun fast vollständig mit Volldampf gefahren werden, um die stetige Steigung überwinden zu können. In 1970 wurde die Vereinigung Great Little Trains gegründet. Sie übernimmt das Marketing für die touristisch genützten Schmalspurbahnen in Wales. Heute ist die Festinjok Railway in sämtlichen Rankings walisischer Sehenswürdigkeiten in Spitzenpositionen vertreten und hat für den Tourismus in Wales eine große Bedeutung. Eine Fahrt mit dieser Bahn ist nicht nur für Eisenbahnfreunde ein ganz besonderes Erlebnis.